Wenn die Haferquetsche im Leerlauf brummt, ist kaum zu verstehen, was Siegfried Wendel erklärt. Doch das Klappern, Rumpeln und Brummen der Maschinen ist die Musik in den Ohren der Schlachtmüller. Denn je mehr Krach im Galerieholländer am Hoogsweg zu hören ist, desto mehr alte Technik läuft wieder. Und in diesem Jahr sind die Ehrenamtlichen im Arbeitskreis Schlachtmühle des Jeverländischen Altertums- und Heimatvereins einen gewaltigen Schritt nach vorne gekommen. Der 100 Jahre alte Walzenstuhl läuft, die Haferquetsche läuft, die Aspiration läuft, die Trieure läuft und der Peldegang läuft auch wieder wie geschmiert. Damit können die Müller nun den gesamten Prozess der Vorreinigung von Getreide bis zu den verschiedenen Mahlgängen vorführen. Jeden Donnerstag ist die Arbeitsgruppe der Schlachtmühle zugange. Gut 1000 Stunden im Jahr. Zu tun gibt es noch eine Menge. Und deshalb wünschen sich die ehrenamtlichen Müller Verstärkung.